Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben so zum Abschluss des Jahres nochmal einen absoluten Banger heute am Start. Und zwar, ihr habt es im Titel schon gelesen, heute gibt es den neuen Darkseid Kali Grab. Kali Grab. Grapefruit. Und zwar, ich schaue nochmal ganz schnell hier nach. Grapefruit Zitrone soll das Ganze sein. Kali Grab oder Kali Grab, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, was das überhaupt bedeuten soll. Kali Grab 200 Gramm in der Base-Variante haben wir hier. Das Köpfchen ist schon ein paar Minuten mit der Kohle bestückt, deswegen muss ich mal ganz kurz einen Zug hier nehmen. Ich habe nämlich etwas Angst. Ja, für den ersten Zug können wir definitiv nicht meckern, Freunde. Wir kommen erstmal gleich zum Geruch. Hierzu brauche ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Ja. Ich habe den Tabak anderthalb Wochen oder so. Auf jeden Fall nicht lange. Und der Darkseid Drop war ja dieser Kali Grape und noch zwei weitere. Ich habe noch Zeug hier, das habe ich noch nicht mal angeguckt gefühlt, weil einfach im Weihnachtsgeschäft viel zu tun ist. Wir kommen erstmal hier zum Geruch. Grapefruit, Zitrone, brauche ich nicht sagen. Brauche ich nicht zu sagen, ob mir das gefallen würde. Ihr seht es an der Dose. Für mich nochmal zum Abschluss einfach ein wirkliches, also ich stelle vieles vor. Gut, ich stelle das vor, was ich fühle. Aber das hier ist schon wieder so ein Monsterbrett, wirklich. Ihr habt die typische Darkseid-Grundnote. Ihr habt eine schwere, säuerliche, leicht süßliche Grapefruit-Note. Gepaart mit einer starken Zitronennote, die etwas herb ist. Für mich persönlich einfach ein Raucherlebnis, das sucht seinesgleichen, ne? Oder ein Geruchserlebnis. Wer jetzt Darkseid, Darkblend und sowas nicht kennt, der würde hier bestimmt sagen bei dem Geruch, oh, es riecht aber ganz schön stark nach der Grundnote und ganz schön herb und sowas. Wartet ab. Solltet ihr jetzt Anfänger sein und nur Virginia, also hellen Tabak rauchen, Holster, Adalia, Aquamenta, sowas die Richtung, würde ich euch empfehlen, hiermit ganz, ganz langsam anzufangen. Holt euch nicht die Core-Variante von Darkseid. Solltet ihr sagen, ey, der hört sich echt nice an, würde ich gerne mal probieren. Fangt mit der Base an und checkt das Video gerne zur Khalifa Bowl ab. Perfekte Überleitung zum Setup. Khalifa Bowl, voll gemacht. Ich werde euch das Video hier irgendwo einblenden oder in der Videobeschreibung packen. Da könnt ihr euch den Kopfbau nochmal direkt anschauen, da habe ich alles erklärt. Cloud oben drauf, drei Kohlen bzw. zwei drin, eine auf Kipp, dass es am Anfang erstmal schön schallert und gut Hitze bekommt. Für Anfänger hier aufpassen. Ich sag jedem, wenn die Leute auf Twitch fragen oder auf Instagram, ja, ich würde gerne Darkseid Mastiff oder irgendwie sowas mal probieren, mischt das bei. Mischt das definitiv bei, raucht das nicht pur. Als Anfänger kann ich euch sagen, wenn ihr hier schön auf Noppenkontakt oder sowas raucht, ihr zieht zwei, drei Mal und denkt, ihr seid komplett im anderen Universum und euch dreht's der Hölle. Und wenn ihr nicht ordentlich gegessen, gefrühstückt habt oder irgendwie sowas, dann kann das ganz, ganz negativ sich auswirken. Wer wirklich noch mit Dark Blend überhaupt gar keine Erfahrung hat. Deswegen kann ich euch sagen, wer den probieren will, mischt es langsam bei. Was weiß ich hier, Grapefruit und Zitrone kann man gut mischen mit, was weiß ich, mit einem Holster Bloody Punch zum Beispiel, 70% oder 80% und ein bisschen Kali Grab dazu. Ja, dass ihr da so ein bisschen reinkommt und fuchst euch auch rein mit dem Setup und sowas. Es ist definitiv kein mega Hexenwerk, aber man sollte bei Dark Blend auf jeden Fall aufpassen. So, jetzt geht's noch schnell weiter. Stimulation Prime Pro X mit der Carbonrauchsäule und Carbon-Tauchrohr. Und hier nochmal ganz kurz an der Stelle Werbung eingeblendet. Falls ihr jetzt bei Stimulation bestellt, noch bis 20. also bis Sonntag habt ihr noch Zeit. Wenn ihr euch eine Prime Pro X bestellen solltet mit dem Code Schmitti-Carbon, bekommt ihr diese Carbonrauchsäule gratis dazu. Das ist von Stimulation so ein kleines Weihnachtsgeschenk noch. Müsst ihr nichts machen, einfach eine Pro X auswählen, also eine Prime Pro X euch auswählen. Code Schmitti-Carbon eingeben und dann wird ihr euch gratis in den Warenkorb hinzugefügt. Die kostet, glaube ich, so an sich 50 Euro. Na, also das ist nochmal vielleicht ein nices Schmacko-Weihnachtsgeschenk. Gut. Der Kopf wird richtig heiß werden.
Ja, gut. Rauch brauchen wir nicht viel zu sagen. Darkseid raucht immer sahnig. Fast egal, wie du den baust. Auf Vollkontakt brauchen wir nicht reden, wie er da raucht. Auf Noppenkontakt, ich habe hier so ein Mittelding zwischen sehr guter oder sehr gutes Noppenkontakt fahre ich hier. Und geschmacklich kann ich mich absolut kurz fassen, Freunde. Ihr habt eine säuerliche, leicht herbe Grapefruit-Note. Hinten raus noch gepaart eine gleichwertige Zitronennote. Punkt aus Ende. Es dreht ein bisschen, weil der Dark Blend einfach stark ist. Einfach für mich eine 1. Kaufempfehlung, Probierempfehlung, wie ihr das sehen wollt. Für mich aus dem Drop auch wieder eines der besten. In Zukunft werde ich auch noch den einen oder anderen Darkseid euch vorstellen, wo ich sage, das ist das Monsterbrett. Aus dem alten Drop habe ich noch gar nicht irgendwie was mir angeguckt oder sowas. Hat auf jeden Fall sehr, sehr lecker geklungen, das Ganze. Ich kann euch sagen, wer jetzt erstens Darkseid raucht und jetzt von dem neuen Drop sagt, wie ist denn der? Der Cali Grab, Monsterbrett. Wer es wie gesagt noch nicht geraucht hat, mischt das ganz, ganz langsam bei. Kommt da ein bisschen rein in das Ganze. Weil am Anfang, wenn ihr das wirklich sofort auf Kontakt raucht oder sowas, dann wird es euch definitiv wegschallern. Ja? Also dort wirklich Achtung, Freunde. Es ist jetzt nicht so, dass ihr da sterben werdet, aber es wird euch definitiv den Kreislauf in Schwung bringen und es wird euch auch drehen. Ja, da bekommt ihr diesen klassischen Nikotinschock, einfach weil Dark Blend stärkeren oder höheren Nikotinanteil hat als der Virginia. Der Virginia hat ja sehr, sehr wenig, sage ich mal, deswegen raucht es auch die breite Masse. Und hier kommt dort einfach rein. Ich kann euch aber sagen, es ist lecker und es macht süchtig. Gut, Freunde, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Einschalten. Schreibt mir gerne eure Meinung zum aktuellen Drop von Darkseid auch gerne in die Kommentare. Über ein Däumchen würde ich mich natürlich freuen. Und ein Kommi und ein Abo. Das könnt ihr noch machen. Checkt meine Seite ab. Und in diesem Sinne bin ich draußen. Wir sehen uns auch noch wieder. Haut rein, euer Schmidt. Peace.